Hallo ihr Lieben, heute machen wir einen Triple Oreo Cake. Es besteht aus einem leckeren Vanille-Oreo-Kuchen, einer leichten Sahne-Oreo-Füllung und es ist bedeckt und dekoriert mit Oreos. Fangen wir an mit dem Kuchen. Die genauen Mengenangaben findet ihr im Link unten. Meine Butter ist bei Raumtemperatur und hier gebe ich nach und nach 2 Tassen Zucker ein. Dann kommen hier 4 Eier rein, aber mit ca. 10 bis 20 Sekunden Abstand. Das ergibt eine cremige, helle, fluffige Konsistenz. Jetzt komme ich zu den trockenen Zutaten. Zu meinem Mehl gebe ich eine Dreiviertelpackung Backpulver, eine Prise Salz und verrühre diese Zutaten mit einer Gabel. Vanilleextrakt darf natürlich auch nicht fehlen im Kuchen, das gebe ich jetzt noch zu der Crememischung rein. Und dann gebe ich mein Mehl zu dieser Crememischung, aber siebe vorher nochmal das Mehl und Backpulver rein. Und damit der Kuchen auch schön saftig wird, gebe ich noch eine Tasse Milch ein. Ich wollte, dass mein Kuchenteig hell bleibt und gebe deswegen die Oreos erst zum Schluss ein. Ich wollte auch, dass die Stücke groß bleiben, damit man sie später auch genau sieht und schmeckt. Deswegen zerkleinere ich sie mit meiner Hand anstatt einer Küchenmaschine. Mein Ziel war es, einen hohen Kuchen zu machen anstatt einen breiten, deswegen benutze ich 15 cm Backformen. Das sind Backformen von Wilton aus Aluminium und ich bin total begeistert von diesen Backformen. Zum Schluss streiche ich den Kuchen dann glatt und stelle es dann in den Ofen für ca. 60 bis 70 Minuten bei 170 Grad. Und so sehen sie danach aus. Ich habe gewartet, bis der Kuchen wirklich schon abgekühlt ist und fange dann mit dem nächsten Schritt an und das ist die Ebenen zu schneiden. Ich benutze hier ein super Werkzeug, was ich mir viel zu spät angelegt habe. Dieses Werkzeug versichert, dass jede Ebene wirklich dieselbe Dicke hat und wirklich schön flach ist. Ich finde, der Kuchen sieht jetzt schon total appetitlich aus. Es sieht aus wie so ein Stracciatella-Eiskuchen oder so. Jetzt kommen wir zum Frischkäse-Frosting. Hierfür habe ich Butter bei Raumtemperatur, gebe hier ein wenig Puderzucker hinzu. Verrühre und mische das Ganze gut und gebe dann meinen Frischkäse dazu. Im Gegensatz zu meiner Butter ist mein Frischkäse noch sehr kalt und behält dadurch auch besser seine Form. Mein Frischkäse hatte auch ein bisschen viel Feuchtigkeit, das habe ich probiert auszuquetschen und das ist die Flüssigkeit, die mir übrig geblieben ist. Das möchte ich nicht in meiner Frosting drin haben. So, und das Ganze wird jetzt verrührt. Hier gebe ich auch nochmal eine Runde Puderzucker hinzu und bin dann fertig mit meinem Frischkäse-Frosting. Und das gebe ich schon mal in meinen Spritzbeutel rein. Ich weiß, Frischkäse und Butterfrosting ist nicht so angesagt in Deutschland und deswegen habe ich mich entschieden, als Füllung eine Sahnefüllung zu verwenden. Hierfür habe ich einfach 200 Gramm Schlagsahne genommen, das Innere der Oreos, die ich vorhin für den Kuchen benutzt habe, und ein wenig Puderzucker und das Ganze festgeschlagen. Für die Füllung hacke ich auch nochmal 8 Oreos inklusive die innere Creme und stelle sie bereit für gleich. Jetzt bringe ich alles zusammen. Ich habe hier ein Cakeboard schon bereitgestellt auf dem Turntable und fange mit der ersten Ebene an. Und jetzt kommt mein Frischkäse-Frosting zum Einsatz. Den verteile ich nur am Rand von meinem Kuchen und das mache ich deswegen, weil Schlagsahne sehr gerne rausfließt als Füllung für den Kuchen. Frischkäse-Frosting behält seine Form sehr gut, schmeckt natürlich auch super lecker, aber so stelle ich sicher, dass ich eine leckere, fluffige Cremefüllung habe, die ich weiß, jeder essen wird, und habe aber trotzdem so einen Protective-Schutz, dass keine Schlagsahne rausfließt. Hier verteile ich jetzt die zerkrümelten Oreos und gebe dann meine nächste Ebene drauf. Und so mache ich weiter.
und jetzt im Schnelltempo. Jetzt streiche ich den Rand vom Kuchen nochmal glatt und das mache ich auch mit dem Frischkäse-Frosting. Ich gebe zuerst eine dünne Schicht drauf, stelle den Kuchen dann in den Kühlschrank für ca. 20 bis 30 Minuten und gebe dann nochmal die zweite Ebene drauf. Jetzt kommen wir zur Kuchendekoration. Hierfür habe ich 100 Gramm Zartbitterschokolade verwendet. Mit ungefähr 5 Esslöffel Schlagsahne, habe somit so eine flüssige, leckere Schokoladenkonsistenz bekommen. Die kommt später auf meinen Kuchen drauf. Für den Rand von Kuchen verwende ich 8 Oreos, ich nehme aber nur die Kekse und hacke sie ganz fein. So sieht das dann aus. Und die klebe ich jetzt sozusagen an den Rand von meinem Kuchen und Frischkäse hilft natürlich, dass das Ganze schön haftet. So weiß jeder, in diesem Kuchen sind Oreos drin. Jetzt verteile ich die Zartbitterschokolade noch am Rand vom Kuchen und dann ins Innere. Hier verteile ich dann noch ein paar Oreo-Krümel drauf. Und am nächsten Morgen, weil der Kuchen so in meinem Kühlschrank nicht reinpasst, gebe ich noch ein bisschen Frischkäse-Frosting drauf und dekoriere es nochmal mit Oreos, die ich in Hälfte geschnitten habe. Und bin dann somit fertig mit meinem Kuchen. So, damit ihr jetzt seht, wie es von innen aussieht und wie es sich schneiden lässt. Och, wie lecker sieht das denn aus? Davon hätte ich jetzt so gerne noch ein Stück. So, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich würde mich über eure Likes und Kommentare freuen und vor allen Dingen freue ich mich, wenn ihr abonniert, denn dann seht ihr weitere leckere und auch gesunde Rezepte von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.